netter Typ. Und deine Freundin, die hat dich ja auch lieb. Du lädst sie manchmal auf ein Süppchen ein, schmuggelst sie auch mal ins Kino rein. Ja, du tust echt alles für sie. Denkst du, ein wie dich hatte sie noch nie. Ja, du denkst, dass sie ständig an dich denkt. Hast ihr sogar ein Bild von dir geschenkt. Du denkst, du wärst ihr Mann und dass sie ohne dich nicht leben kann. Sie sagt dir auch, dass sie dich liebt und es für sie keinen anderen gibt. Doch sei zu dir selbst doch einmal ehrlich. Zu viel Selbstsicherheit ist gefährlich. Willst du ein Mädchen halten, musst du was bringen. Also fang für sie doch einfach mal an zu. Schreib dann mal sowas wie ein Liebeslied. Wenn es sowas dann überhaupt noch gibt, ja. Schreib dann mal sowas wie ein Liebeslied. Macht manchmal den Unterschied. Schreib dann mal sowas wie ein Liebeslied. Wenn es sowas dann überhaupt noch gibt, ja. Schreib dann mal sowas wie ein Liebeslied. Das macht manchmal den Unterschied. Jetzt komm mal runter von deinem Thron. Versetz dich mal in folgende Situation. Bei euch beiden läuft man nicht so gut. In ihren Augen ist sogar ein bisschen gut. Aber du kannst hier schon lesen wie ein Buch. Versuchst mal wieder deinen Standardspruch. Doch beim ersten Blick in ihr Gesicht merkst sogar du, das klappt heute nicht. Jetzt schau doch bitte nicht so irritiert. Wenn du ehrlich bist, hast es doch nicht mal probiert. Mit sowas gibst du ihr doch eher das Gefühl, als bedeutet sie dir doch nicht so viel. Und statt dem Rumgelaber und dem ganzen Schmarre, schnapp dir doch einfach mal die Gitarre. Statt dass du hier mühsam nach Worten ringst, wird's einfach mal Zeit, dass du was für sie. Schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Ja genau. Wenn es sowas denn überhaupt noch gibt, ja. Schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Das macht manchmal den Unterschied. Schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Wenn es sowas denn überhaupt noch gibt, ja. Schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Das macht manchmal den Unterschied. Oder spiel doch mal ein Bongo-Solo. Die Mädels stehen drauf. Alter, waren alles andere als Beziehungsverwalter. Wussten damals schon, dass sich musizieren lohnt und es ihnen ihre Freundin belohnt. Und woran denkst du denn, kann es liegen, dass Musiker so ziemlich jedes Mädchen kriegen? Ne? Hey Baby, schreib mir ein Liebeslied. Wenn es sowas denn überhaupt noch gibt, yeah. Baby, yeah, bitte schreib mir ein. Und dieses Liebeslied ist dann ganz allein, allein mein. Oh, 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 hey, 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 oh, 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 oh. Ein paar einfache Moll-Sepp-Akkorde. Ach ja, erwähne mehrfach meinen Namen. Sowas wie ein Liebeslied. Wenn es sowas denn überhaupt noch gibt, ja. Schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Das macht manchmal den Unterschied. Schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Wenn es sowas denn überhaupt noch gibt, schreib doch mal sowas wie ein Liebeslied. Das macht manchmal den Unterschied.